Man spürte die Krankheit in der Luft und man wusste, es lag in der Luft. Ich weiß noch ganz genau, wie wir am ersten Abend nach Hause fuhren und wir uns angeguckt haben und wir waren uns sicher, wir hätten uns infiziert. Wir waren es nicht und über die nächsten Wochen war übrigens keiner der über 40 Mitarbeiter, die mit mir in Heinsberg waren, hat sich keiner von denen infiziert. Das ist unsere Erfahrung als Virologe. Wir wissen, wie man sich infiziert und wie nicht. Daher wissen wir auch, wie man sich schützt. Über die Wochen wurde aus Notwendigkeit Erkenntnis und aus Skepsis Freundschaft mit den Heinsbergern. Wir zogen und ziehen immer noch an einem Strang. Wir wollen Daten und Fakten zusammentragen über das Virus und die Pandemie. Denn nur wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse kann auch Anlass zur Hoffnung geben. Das Virus macht Angst, aber Angst ist der denkbar schlechteste und wohl gefährlichste Ratgeber, vor allem dann, wenn Angst politisiert wird. Der beste Weg, der Angst Herr zu werden, ist die Gefahr realistisch einzuschätzen zu können. Zu verstehen, was Angst macht, zu akzeptieren, dass Angst in diesem Fall irrational ist. Angst kann man hier also nur mit Fakten begegnen und man bekämpft sie, indem man analysiert, wo Gefahr lauert und welche Risiken es gibt. Natürlich dürfen wir unseren Alltag nicht von Sorglosigkeit dominieren lassen, aber von einer neuen Routine. Dazu gehört, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass dieses Virus tödlich ist für wenige, genauso wie viele andere Viren auch. Und die Erkenntnis, dass das gerade was passiert, nicht unser Untergang sein wird. Im Gegenteil, Hoffnung jenseits von Zahlen macht, dass wir das Virus von Tag zu Tag besser in den Griff bekommen, dass unser Organismus sich im wachsenden Maße darauf einzustellen lernt, denn unser Immunsystem ist auch ziemlich schlau. Unsere Daten aus Heinsberg belegen dies und sie machen eigentlich Mut. Es gibt fast keine Übertragung über Oberflächen und Alltagsgegenstände. Jede fünfte Infektion verläuft komplett ohne Symptome. Eine Sterblichkeitsrate von 0,37%. Die zwar, und das will ich deutlich sagen, über der Grippe liegt, aber um das Zehnfache niedriger als die Zahlen, die uns täglich suggeriert werden. Und das Virus lässt sich damit einordnen ins Infektionsgeschehen. Es ist ein ernstzunehmendes Virus, aber man muss es auch nicht überdramatisieren. Die überraschende Erkenntnis der letzten Monate ist, dass das objektivierbare Risiko für den einzelnen Menschen gering ist. Das gefühlte Risiko der Pandemie ist bei der Bevölkerung zurzeit aber ein anderes. Jeden Tag erreichen mich Dutzende Anrufe, E-Mails, Anfragen, in denen ich gebeten werde, das persönliche Risiko einzuschätzen und auch für einzelne Personen abzuschätzen. Es wird lautstark in den Medien, von Politikern und auf Webseiten vor den möglichen Gefahren der Covid-19-Erkrankung gewarnt. Covid-19 führt zu Langzeitschäden. Menschen haben noch Jahre damit zu kämpfen. Es ist für jeden gefährlich. Auch wenn der Kern dieser Aussagen zutrifft, sind solche Warnungen dennoch dysfunktional. Die Wahrscheinlichkeit von Langzeitfolgen nach einer Corona-Erkrankung für den Einzelnen ist sehr gering.
Die Wahrscheinlichkeit, durch eine Mandelentzündung Langzeitfolgen zu haben, ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, mit dem Flugzeug abzustürzen, ist sehr gering. Aber alles ist dennoch möglich. Alles, was ich als Arzt, im Vordergrund bin ich Arzt, und Wissenschaftler tun kann, ist, mich auf Statistiken zu beruhen. Hinter den Statistiken steht Wissenschaft. Aber darauf basierend kann kein Experte das gesellschaftliche Risiko, geschweige denn das Risiko einer einzelnen Person, vorhersagen. Das Leben spielt dann nicht immer nach der Statistik. Während auch der junge Mit-30er plötzlich durch das Virus niedergestreckt werden kann, haben auch 100-Jährige Infektionsverläufe ohne Symptome. Übermäßige Angst ist hier nicht am Platz. Risiken werden nach Gefühl beurteilt und nicht nach objektivierbaren Daten. Viele Menschen zum Beispiel empfinden eine Flugreise als hohes Risiko, kaum einer eine Autofahrt. Dabei endet die pro Kopf und Kilometer mit 10-fach höherer Wahrscheinlichkeit tödlich. Wer am Flughafen aus dem Taxi steigt, hat den riskantesten Teil der Reise bereits hinter sich. So kann man das auch sehen. Die Angst vor einem Haiangriff ist größer als die vor dem Wespenstich. Kommen doch im Durchschnitt nur 6 Menschen pro Jahr bei einem Haiangriff ums Leben. Es sterben aber pro Jahr fast 14.000 Menschen an den Folgen eines Wespen- und Bienenstichs. Wird ein Risiko als kontrollierbar empfunden, wiegt es leichter als ein unkontrollierbares Risiko. Das hört sich dann vielleicht so an: Wenn man im Flugzeugcockpit etwas schief geht, bin ich hilflos. Im Auto kann ich selbst als Beifahrer ins Lenkrad greifen. Und wer ein Risiko freiwillig auf sich nimmt, schätzt es geringer ein als ein aufgezwungenes. Das Risiko für einen schweren SARS-CoV-2-Verlauf steigt mit dem Alter. So muss man sich aber fragen, ob eine 93-jährige Frau diese Risikoabwägung nicht selber machen will oder wir als Gesellschaft diese Risikoabwägung übernehmen sollen. Eine 93-jährige Frau, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, musste in ihrem Leben, weiß Gott, viele Risiken abwägen. So mag sie vielleicht selber entscheiden, ob sie in ihren letzten Lebenstagen das Risiko eingehen will, ihre Enkelkinder zu sehen. Jede Entscheidung bringt auch immer ein Wagnis mit sich. Aber dieses Wagnis und diese Entscheidung führt bei jedem Menschen zu einem unterschiedlichen Ergebnis in der Risikoabwägung. Die einen wollen das Risiko nicht eingehen, die anderen schon. Die Reaktion der Bundesregierung auf die Pandemie war in meinen Augen gut und folgerichtig. Es gab eine Gefahr, die gebändigt werden musste. Aus einer Gefahr ist nun aber ein Risiko geworden, das sich einordnen lässt. Ein beständiges Risiko, das leider Teil unseres Lebens geworden ist, denn das Virus wird bleiben. Wir werden es nicht ausrotten können. Die Frage, die sich stellt, ist daher, wie wir das Risiko eigentlich begreifen. Ohne die Bereitschaft, kalkulierbare Risiken einzugehen, gibt es keine Rückkehr auf eine Hoffnung in eine Covid-19-freie Zeit. Den größten Fehler, den wir als Gesellschaft jetzt machen können, ist der, kein Risiko einzugehen. Und uns vor der Angst leiten zu lassen, die unseren Mut zum Handeln untergräbt. Denn wir können das Virus nicht austreiben. Wir können es nicht loswerden. Ein Virus macht auch nicht vor den Landes- oder Kontinentgrenzen Halt, wie wir es manchmal hoffen.
Daher ist eins klar, neben der Angst, den Daten und den Warnungen brauchen wir vor allem eins: Lösungen und pragmatische Lösungsansätze, wie wir ein Leben mit Corona ermöglichen können. Wir müssen denen wieder Wege und Hoffnungen und Ausblicke geben, die am stärksten durch die Krise gebeutelt sind. Den Künstlern, den Veranstaltern, den Kinobetreibern, den Barbesitzern, den Clubbesitzern, den Orchestern und Theatern, den Reise- und Flugbranche und. Wir müssen lernen, mit Risiken intelligent umzugehen und bekannte Risiken von den Ungewissheiten zu trennen, die wir nicht beeinflussen können. Dabei ist es in Ordnung, Fehler zu machen. Dabei ist es auch in Ordnung, dass eine Bundesregierung Fehler macht oder eine Landesregierung Fehler macht. Wir müssen erlauben, dass Fehler in Ordnung sind. Nur aus Fehlern lernt man, und auch so funktioniert nur der Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft. Wenn ein Veranstalter mit einem guten Hygienekonzept vorschlägt, ein Konzert auszuprobieren, so ist es zumindest ein Gedanke wert, zu überlegen, ob man dies nicht versuchen sollte, vielleicht auch wissenschaftlich begleitet. Seien es Fußballspiele, Konzerte oder Feiern. Das Virus ist nicht politisch, aber aus irgendeinem Grund politisch geworden, und das macht es nicht einfacher. Kürzlich unterhielt ich mich mit einem 9-Jährigen, und er fragte mich, warum Markus Söder ein anderes Virus in Bayern hätte als der Oberbürgermeister in Düsseldorf. 9-Jährige scheinen heute politisch weitaus gebildeter und interessierter zu sein, als ich es in diesem Alter war. Die Botschaft ist aber klar: die Politisierung des Virus, wonach es offensichtlich Landesgrenzen erkennt, kommt in der Tat nicht von Virologen, zumindest von keinen, den ich kenne. Warnungen und eine vermeintlich oder wirkliche starke Hand scheinen zurzeit der Gesellschaft zu gefallen. Dabei geht es nicht darum, welches Bundesland klassenbester ist, sondern hier muss ausnahmsweise mal die gesamte Klasse bestehen. Es geht nicht darum, das Alltagsleben zu pausieren, sondern darum, das Leben trotz der Pandemie zu ermöglichen. Es geht nicht darum, für Entbehrungen zu werben und zu bitten, den Versuchungen zu widerstehen, sondern pragmatische Lösungsansätze zu generieren. Dass es in Schweden ein anderes Lösungsmodell gibt, allerdings maßgeblich von einem Epidemiologen mit beeinflusst, ist genauso eine Tatsache wie die fallenden Infektionszahlen dort mit dem Nebeneffekt, dass es auch für Schweden seit Juli keine Reisewarnungen mehr gibt. Damit will ich dieses Modell nicht als Vorbild wissen, aber dennoch feststellen, dass wir bisher den einen und einzig richtigen Weg nicht kennen. Kein Politiker, kein Virologe, kein Epidemiologe hat diesen Blueprint. Und somit müssen wir alle genau hinsehen, warum etwas entschieden wird und warum nicht.